Es gibt eine Vielzahl von Ratschlägen, von Zauber und Tricks, von Täuschungen und Listen, von Vorhersagen und Hilfsmitteln, welche den Mädchen oder Burschen dabei hilft, die oder den richtigen Geliebten zu erkennen und vor allem an sich zu binden. Eine kleine Auswahl soll hier vorgestellt werden. Man lässt eine Semmel, die man in den Kleidern bei sich trägt, vom eigenen Schweiß betauen und bietet das Gebäck dem Angebeteten an. Wenn er die Semmel verzehrt, kann man ihn an sich fesseln. Will man die Gegenliebe eines geliebten Wesens erringen, so muss man ihm heimlich in Speisen oder Getränk einen Tropfen des eigenen Blutes mischen. Das Mittel wirkt unfehlbar. Zum gleichen Ziel gelangt sie, wenn sie ein seidenes Halstuch oder die Bänder der Dirndlschürze mit dem eigenen Schweiß tränkt, darauf zu Asche verbrennt und ihm damit seinen Morgenkaffee würzt. Kann man vom Kopf des Mädchens, das man begehrt, 3 Haare bekommen, so klemmt man diese in die Spalte eines Baumes, damit sie mit ihm verwachsen. So kann das Mädchen nicht mehr von einem lassen. Eine junge Frau dagegen vermag eine Mannsperson sehr leicht an sich zu fesseln, wenn sie ihm in seine Stiefel bieselt. Kann sie sich nicht zwischen mehreren Liebhabern entscheiden, so macht sie Folgendes. Sie schreibt die Namen der möglichen Heiratskandidaten auf einen Zettel, bereitet einen Knödelteig zu und steckt jeden Zettel in einen gerollten Knödel hinein. Dann legt sie diese ins kochende Wasser. Der Knödel, der zuerst auftaucht, enthält die Namen des richtigen Zukünftigen. Nun kommt es darauf an, dass man ihn unter einem Vorwand dazu bringt, diesen Knödel auch zu essen. Ein wenig Vorsicht bleibt bei all diesen nützlichen Ratschlägen geboten, denn an China, den kann man nicht halten. An Greislichen kriegt man nie los.